Ich begrüße euch ganz herzlich hier aus München und zwar von der Hackerbrücke in einem Szenario, das es nur für den PC gibt. Das Ganze ist nämlich ein Szenario, das mit dem PC-Editor erstellt worden ist und wir fahren heute auf der S3 und unser Fahrzeug heute ist die Baureihe 423 und ich kann euch eins sagen, in diesem Szenario ist sehr, sehr viel los. Wir werden hier auf sehr viel KI-Verkehr treffen. Das Ganze ist nur für den PC. Link zur Mod ist in der Videobeschreibung ganz normal wie jeder andere Mod auch einfach in den DLC-Ordner reinpacken und dann über die Szenarien das Ganze hier starten. Wir sind hier mit der S3 unterwegs zu Rush-Hour-Zeiten, stehen an der Hackerbrücke und ich würde sagen, wir vertändeln gar nicht mehr weiter Zeit und fahren los. Angekommen im Führerstand, erstmal die Fahrtrichtungswender rein und auf vorwärts gestellt, die Türen auf. PZB und LZB machen wir uns natürlich sofort an. Machen uns die Buchfahrtpannenleuchte an, drehen sie ein bisschen allerdings runter, dann können wir die Fahrgastraumbeleuchtung einschalten, Spitzensignale auf Signallichter gestellt. Können wir aber ganz kurz in den Innenraum nochmal reingucken. Ja, das passt soweit alles hier. Modernisierter Innenraum. Sehr gut. Einmal die Sonnenblende runter. Und das FIS können wir gleich auch einstellen. Wir sind nämlich die S3, nämlich nach Mammendorf fahren wir. So, Türen machen wir schon mal zu. Gehen hier mal ins FIS und ihr werdet gleich sehen, uns wird hier KI-Verkehr ohne Ende entgegenkommen. Warum ich das weiß, das erzähle ich euch gleich. Allerdings, gucken wir erstmal, dass wir losfahren. Gehen wir hier auf die Routeneingabe, Zugverband. Und fahren nun auf der S3 nach Mammendorf. So, übernehmen. Ihr seht schon, 146 mit Dostos kommt da, S-Bahn kommt uns entgegen. Wir sind natürlich in der LZB. Und da wird uns auch schon ein Halt vorher signalisiert. Bremskurve läuft bereits runter. Nächste 146 mit Dostos. Und noch einer. Eieiei. Also es ist wirklich der Wahnsinn. Und schon die nächste 146 mit Dostos. Also das ist endlich mal München, so wie München aussehen soll, ne? S-Bahn an S-Bahn. REs an der REs. So, an der Donnerbergsbrücke sollten wir in 50 Sekunden, in 40 Sekunden ankommen. Ja, das passt soweit. Signal ist umgesprungen, das heißt also, wir können noch ein bisschen vorfahren bis zur H-Tafel. Ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, wir fahren einen Vollzug. Jawohl, genau, wir fahren einen Vollzug. So, Türen auf. Ah, die H-Tafel war da vorne, dann merken wir uns das fürs nächste Mal. Ja, ne, also hier ist wirklich, wirklich viel los. Da vorne am ICE-Werk war auch, steht auch noch ein bisschen was abgestellt. Und wir können die Türen jetzt gleich auch schon schließen. Und zwar jetzt. So, Instrumentenbeleuchtung machen wir uns auch noch an. Und auf geht's. Oh. Nee, doch nicht, auf geht's. Weil der TSW möchte noch, dass wir noch kurz die Türen auflassen. So, jetzt. Da habe ich die Türen leider ein Stückchen zu früh zugemacht. Und auf geht's. Ja, warum weiß ich, dass hier so viel KI-Verkehr ist? Einerseits, weil das angekündigt war. Andererseits bin ich tatsächlich einen großen Teil des Szenarios schon mal gefahren vor einer Woche oder so. Dann ist mir allerdings am Ende der Aufnahme aufgefallen, dass ich leider, leider mein Mikrofon, ja, dass halt mein Mikrofon nicht aufgenommen hat. Aufnahme verworfen und dann hatte ich aber keine Lust, das Ganze direkt dann nochmal zu machen. Dementsprechend kommt das jetzt nochmal deutlich später. Eigentlich hätte das schon vor über einer Woche oder sowas auf dem Kanal hier über die Bühne gehen sollen, aber dann ist es halt jetzt etwas später der Fall, aber ist ja auch vollkommen fein. Noch mehr 146er mit Dostos. Ich denke mal, die sind aus der Main-Spessart-Bahn. Toll.
So. Und die LZB regelt uns schon wieder runter. Auch hier rechts S-Bahnen, ICEs. Ich denke mal, man braucht München-Augsburg. Also neben München-Augsburg braucht man, denke ich, die Main-Spessart-Bahn für die 146 mit den Dostos. So, da ist allerdings noch eine S-Bahn. Das heißt also, wir müssen vorher anhalten. Na, das ist ja das Interessante an diesen LZB-Abschnitten, dass die ja wirklich so. Ja, die S-Bahn fährt auch schon wieder aus. Dass die ja so gestaltet sind, dass man wirklich im Grunde genommen hintereinander herfahren kann. Das ist total faszinierend. So, da sehen wir es. Die LZB hat uns den Abschnitt freigegeben. Sonst hätten wir hier vorne bei dieser Tafel hier halten müssen. Aber jetzt können wir tatsächlich ein bisschen weiter noch vorfahren. Und das ist ein H für einen Kurzzug. Dann halten wir hier mit dem H für den Vollzug. Und Türen auf. Auch sehr schön. Da kommt uns noch ein IC1, der entgegen ist falsch, der überholt uns im Grunde genommen. Dann ist also klar, Kassel-Würzburg wird auch benötigt. IC1 zu erkennen an diesem Höcker auf dem Bordrestaurant. Und Tür zu. Oh, 612 war auch noch hier unterwegs. Das heißt also, Dresden-Chemnitz wird auch benötigt. Und nächster Halt ist München-Laim. Und ich glaube, wir könnten an dieser Stelle einmal ein kleines Foto machen. Weil, ja. Das sieht doch ganz gut hier aus. Hier vorne S3 nach Mammendorf. Jawohl, das gefällt mir sehr. Irgendwie fehlt da der Fahrer, ne? Der Lokführer fehlt da einfach. Ja, München-Augsburg. Leider, leider eine Strecke, die ein bisschen darunter leidet, dass sie so alt ist. Also ein bisschen sehr darunter leidet, dass sie so alt ist. Signalisierung an vielen Stellen ist so lala. Der Fahrplan ist wirklich nicht mehr State of the Art. Der war es sicherlich, als die Strecke damals releaste, war das wirklich so eine der ersten längeren Strecken mit Schnellfahrstrecke und großem Bahnhof neben Köln-Aachen, wo wir richtig Nahverkehr und Fernverkehr beides gleichzeitig hatten. Für damalige Verhältnisse war der Fahrplan zumindest auf dem PC gut, aber auf der Konsole sowieso schon mal nicht. Und für heutige Verhältnisse auch auf dem PC definitiv nicht mehr, ja, State of the Art. So, wir sehen, die S-Bahn vor uns fährt schon wieder aus. Das heißt also mit etwas Glück. Ne, müssen wir erstmal anhalten. Hier vorne an dieser Tafel, an dieser LZB-Bereichskennungstafel. Hat auch sicherlich einen ganz spezifischen Namen. Oder hätten wir sogar dort. Ah, ich glaube, wir hätten sogar hier anhalten können an der. Ne? Also hier steht noch, dass wir tatsächlich ein bisschen fahren dürfen. Andererseits, jetzt gegen ein haltzeigendes Signal anfahren, machen wir eigentlich auch nicht, ne? Ne, lassen wir das. Hier geht erst die S3 nach Deisenhofen. Auch noch diverse S-Bahnen abgestellt. So, der fährt jetzt aus. Und wir können jetzt auch fahren. Das muss auch verrückt sein, oder? Wenn man hier am Bahnsteig steht
auf seine S-Bahn wartet und hier steht halt noch ein Zug und direkt dahinter, also wirklich direkt dahinter steht schon die nächste S-Bahn. Ich glaube, das gibt es so in dieser Form nur in München, oder? Mit diesen ganz, ganz kurzen LZB-Abschnitten. Mit diesen kurzen LZB-Blockabschnitten. Ich wüsste nicht, wo es das sonst noch gäbe. Falls ihr das wisst, gerne in die Kommentare mal rein. Würde mich mal sehr interessieren, ob es das noch irgendwo anders gibt. Aber ich glaube halt wirklich, das ist etwas sehr München-spezifisches. Auch hier wieder ein bisschen Fernverkehr abgestellt, ICE-3er, S-Bahnen. Ja, also das Einzige, was mir hier in dem Szenario tatsächlich fehlt, und das wird auch, glaube ich, nicht kommen, sind 101er und Intercity-Wagen und sowas. Also das hätte ruhig auch noch an den einen oder anderen Stellen sicherlich hier realistischerweise rumstehen können. Das ist jetzt leider nicht der Fall. Das ist jetzt wirklich nur Kritik auf hohem Niveau, aber ne, wäre schön gewesen. Ja, auch hier zeigt sich auch wieder, wie schön es doch ist, dass wir den PC-Editor haben und was da so alles an Möglichkeiten besteht. An Möglichkeiten bestehen. Richtige Grammatik sollte man schon noch verwenden. Was so teilweise dann möglich ist, also zum Beispiel hier aus München, Augsburg da noch rauszuholen, obwohl die Strecke wirklich in einem, ja, sagen wir mal so, maximal passablen Zustand ist. 3 Kilometer bis Pasing. Gut, dann können wir jetzt ein bisschen mal Leistung aufschalten. Ne? Also, obwohl die Strecke in einem, sagen wir mal, eher so Zustand ist, der das Alter, so, PZB Ende kurz quittiert, ein Zustand, der das Alter der Strecke definitiv widerspiegelt, lässt sich doch sehr viel hier rausholen noch. Und das finde ich doch eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. So, ab hier dürfen wir 100 fahren. Und zwar ab jetzt. So, bis Pasing sind es nur 1,8 Kilometer. Der Bahnsteig ist recht lang. Und was, glaube ich, hier auch eher so fehlt, ist sowas wie so Güterverkehr. Aber ich glaube, hier auf der Strecke findet man auch keinen wirklichen Güterverkehr. Weil immerhin endet ja die Strecke im Hauptbahnhof, im Kopfbahnhof in München. Da geht es ja nicht weiter, außer für die S-Bahn. Dementsprechend wird dann auch sicherlich, werden Güterzüge irgendwann vorher, ja, die Strecke verlassen und wechseln. Also es wird wohl erst zu einem späteren Zeitpunkt noch dazu kommen, der Güterverkehr. Ich weiß nun wirklich nicht, ob es den halt eben gibt. Ne? Also Güterverkehr wäre dann vielleicht irgendwie hier so oder da so. Hier. Hm. Und ein ICE. Grüßen wir kurz. In Realität würde ich vielleicht die Hand ausstrecken. Die linke Hand. Das ist jetzt hier beim Simulator ein bisschen obsolet. Und wir gucken mal, dass wir unter der Bahnsteigsüberdachung anhalten. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Orientierung prinzipiell. So, was eigentlich mit dem? Warum? Der steht jetzt hier. Okay, der wartet auf sein Signal. Schön auf. Schön, schön, schön. Und der ICE steht auch noch hier. Hervorragend. Dann einmal die Türen zu.
Und nächster Halt ist München-Langwied. Auf Gleis 2. So, hier ist eine 9 und daneben ist eine 0. Was heißt diese 0? Nee, ist das ein. Oh, ist das ein Richtungsanzeiger? Oder war das einfach nur ein bisschen absurde Signalisierung von München-Augsburg? So, wir dürfen 90 fahren. Wir lassen ganz leicht Leistung aufgeschaltet, weil es bergauf geht. Sowas wie so ein 1116, ein 1116 mit Intercity-Wagen, mit den österreichischen Intercity-Wagen wäre auch nicht schlecht, ne? Wird auf jeden Fall auch der Strecke gut tun. So, 120, die ab hier dann gleich gefahren werden dürfen. Aber der nächste Halt ist dann auch schon voraus. Was haben wir da links abgestellt? Das gucken wir uns gleich mal eben an. IC1, 612er, Dostos. Ja, sehr gut. 146. So, 60 am Bahnsteigsanfang, 40 ungefähr zur Bahnsteigsmitte. Bremsen runter und lassen dann rollen bis zur H-Tafel, die hier vorne steht, und halten an. Jawohl. Türen auf. Gucken wir ganz kurz hier mal in den Fahrgastraum. Ist alles in Ordnung bei Ihnen? Na, haben Sie die Bowlingkugel poliert? Sehr gut. So, dann auch wieder zurück in den Führerstand. Notbremse, Leuchtmelder. So. Einmal hoch auf die 120, München-Lochhausen in 2 Kilometer. So, 120 sind erreicht. Ich glaube, das ist auch die Maximalgeschwindigkeit hier auf der S-Bahn-Strecke. Und in einem Kilometer kommt dann unser Haltepunkt. Und eine 146 mit Dostos nach München Hauptbahnhof kommt uns da entgegen. Das wird knapp.
Aber ich glaube, es klappt. Haarscharf. Könnte fast behaupten, das war perfekt gebremst. Also da haben wir auch wirklich keine Sekunde dann verschenkt. Was haben wir in Verspätung? Ah, das sind wir nicht, die S3 nach München-Hackerbrücke. Wir sind der Gegenzug. Auf Gleis 2. Na? Wechsel durch. Jetzt wechselt er nicht. Na gut, dann wechsel halt nicht. Ja gut, er wechselt halt nicht durch, weil ich natürlich fürs falsche Gleis geguckt habe. Es wird ja nicht durchgewechselt. Das ist das richtige Gleis. Ja, 2 Minuten haben wir Verspätung. Die S3 nach Mammendorf. Gröbenzell in 3 Kilometern. Weiterhin 120, die erlaubt sind. So, es wäre mal wieder Zeit, dass uns auch mal wieder was entgegenkommt, finde ich. An Rollmaterial, an KI-Verkehr. Apropos entgegenkommen, da kommt uns schon der Bahnsteig entgegen, beziehungsweise er kommt uns nicht entgegen, sondern wir kommen ihm ja eigentlich entgegen, denn wir sind diejenigen, die sich bewegen. Und wir halten an. So, gibt es hier eine H-Tafel? Ich sehe keine. Ja, dann können wir schon anhalten. Das ist auch hier vielleicht gar nicht mal so sinnfrei, weil. Ja, okay, es gibt halt hier einen Treppenaufgang, ne? Gut, dann hätten wir durchaus doch ein bisschen vorfahren sollen. Und hier gibt es halt aber auch den Treppenabgang. Und hier ist die Haartafel tatsächlich hier vorne. Ja, ich würde sagen, ist okay. Fahrgäste steigen ein und aus. Türen verriegeln. Und Türen sind zu. Kann uns auch natürlich vergewissern, indem wir aus dem Fenster gucken. Hallo? Danke. Ich fasse es nicht. Ist er einfach auf dem Gleis geflogen? Skills. Table on the table und einmal bis Olching durchpowern, denn da sollten wir schon in 40 Sekunden sein. Ich glaube, das wird ein bisschen knapp.
lassen die Leistung ganz leicht eingetastet. Dann können wir auch die Geschwindigkeit halten. Moin. Und in dem Kilometer sind wir dann auch schon in Olching. Also fangen wir schon mal an zu bremsen. Und 60 am Bahnsteigsanfang, das passt wieder perfekt. Da freue ich mich jedes Mal, wenn das klappt. Und wir halten an. Noch haben wir, glaube ich, ganz leicht Verspätung aufgeholt. Sind jetzt bei so ungefähr 1,5 Minuten. Ah, hier steht sogar nur noch 1 Minute. Schaut an. Es wird. Türen zu. Und auf geht's. Die ist halt Esting in 1 Kilometer. Bisschen sehr schnell an den Bahnsteig rangefahren. Ja, ich glaube, es funktioniert. Ja, doch, 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 es klappt. Also wir können tatsächlich mit 70, 80 km/h sogar noch an den Bahnsteigsanfang ranfahren und dann, wenn wir in die hundertprozentige Bremsleistung gehen können wir zumindest, wenn wir auf der flachen Ebene sind, immer noch anhalten. Rechtzeitig. Sieht so aus, als müsste gleich hier was an Fernverkehr noch vorbeischauen. Ah, gut, noch sehe ich da nichts. Nächster Halt ist ungern Linden. Dann folgt Maisach, Malching, Mammendorf, wo unsere Fahrt dann enden wird.
Wir probieren es mal aus mit ungefähr 80 am Bahnsteig zu anfangen. So, genau. Und jetzt 100% Bremsleistung. Und schauen, ob das wieder funktioniert. Ja, scheint aber zu klappen. Also 80 km/h funktioniert locker. Ja, die Strecke ist ein bisschen trist, ne? Auch so von der Ausgestaltung. Ja, ist alles so lala. Aber das wissen wir schon, das ist jetzt nichts Neues, ne? Im Gegenteil, es ist ja das Gegenteil von was Neuem, es ist ja einfach sehr alt. Gut. Die Krux der Außenansicht. Das war That's on me. So, jetzt sind wir natürlich nur noch begrenzt auf 45. Also ich muss sagen, im Raum München kam einem wirklich sehr, sehr viel entgegen. Das sah wirklich sehr, sehr toll aus. Aber nachdem wir jetzt den Großraum München verlassen haben, muss ich sagen, ist das vom KI-Verkehr so, ja, also es ist doch irgendwie doch eine recht einsame Fahrt geworden. Das war zu Beginn anders. Das muss man definitiv sagen. Das war zu Beginn wirklich anders. Andererseits kommt jetzt auch hier wieder der ICE1, Duplo ICE1. Sehr schön. So, ich würde mich gerne befreien. Darf ich das überhaupt? Vermutlich nicht. Ah, gut, weil da nämlich Beeinflussung kommt. Es kann sein, dass wir vielleicht jetzt nochmal eine Zwangse bekommen, weil ich mich nicht hätte befreien dürfen. Mal schauen. Gut, das ist kein Magnet verbaut. Haben wir noch mal Glück gehabt. Hier wird aber sicherlich einer verbaut sein. Genau, PZB wachsam gedrückt. Und wir haben halt zu erwarten, 500 Hertz Magnet wird sicherlich auch aktiv sein. Ja, ein bisschen was an S-Bahn abgestellt. Hier endet ja auch eine S-Bahn-Linie in Maisach. Ich weiß jetzt aus dem Kopf heraus nicht, welche das war.
Aber es könnte die, ja, nicht die S3 sein. So, 500 Hertz Beeinflussung ist aktiv. Und das ist der Haltepunkt für den Vollzug. Und sogar für den Langzug. Ah, nee, Moment, ein Langzug ist. Jetzt überlege ich gerade. Nee, ein Vollzug sind ja, wäre eine Doppeltraktion und ein Langzug wäre dann eine Dreifachtraktion. Doch, so müsste das eigentlich sein. Hier ist eine Holzkirchen. Hier steht Folgezug S3 nach Olching. Fährt jetzt auf jeden Fall auch ab. Wir dürfen fahren. Der Kollege ist auch gerade ausgefahren. Oh. Ah. Oh, das war knapp. Im letzten Augenblick vergessen, beziehungsweise ist mir noch mal eingefallen, dass wir noch unter der 500-Hertz-Beeinflussung sind. Das wäre jetzt fast die nächste Zwangse geworden. Das Signal ist, glaube ich, nicht für uns. Nee, das ist genau für dieses Gleis hier. So, Malching ist unser, ich glaube, vorletzter Halt heute. Genau, danach kommt nur noch Mömmendorf. Dann sind wir für heute durch. Uff, apropos Malching ist unser letzter Halt. Wie war es mal mit Anhalten? Ich glaube, das wird nichts mehr. Nee, das führt nichts mehr. Ich hoffe, der TSW lässt uns dann noch weitermachen. Mal schauen. Ziel nicht erfüllt. Ja, genau. Ja, meine Damen und Herren, wir fahren heute nicht Malching. Bitte, wenn Sie nach Malching wollen, steigen Sie in Mömmendorf aus und nehmen den Gegenzug. Sorry, Ihr DB-Team. Na gut, vielleicht haben wir dann wenigstens so die Chance, noch pünktlich in Mammendorf anzukommen. Ja, das Signal gibt mir da jetzt nicht so die Hoffnung. Und da hinten, das wird dann wohl ein Mammendorf sein. So 900 Metern erwartet uns auch ein Halt.
Sind wir auf dem richtigen Gleis unterwegs? Weil da werden wir definitiv nicht mehr hinkommen. Müssen wir da überhaupt hin, frage ich mich. Doch, Bahnsteig 6. Ach, hier links gibt es dann auch nochmal einen Bahnsteig. Okay. Na gut, dann sind wir schon richtig unterwegs. So, hier halten wir dann. Und hier endet unsere Fahrt. Was sind wir dann? Die S3 in die Gegenrichtung, ne? Pasing dann bestimmt. Ja. Oder gibt es noch irgendwas anderes, was man theoretisch nehmen könnte? S3 zum Hauptbahnhof, ja. Nehmen wir jetzt einfach mal das, damit die Fahrgäste wissen, dass wir jetzt in die andere Richtung fahren. Genau. Ja, bitte nicht einsteigen. Steigen Sie ruhig ein. Wir fahren gleich wieder los. Einmal zurück. Ja, pünktlich mit ungefähr 40 Sekunden Verspätung. Ich glaube, das ist vollkommen fein. Gut, das wär's dann auch. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Alles Gute, alles Liebe wünsche ich euch. Macht's gut. Ciao, ciao.